So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Quatsch. Voll gerade schon Euro Truck Simulator. So, mal jetzt gucken hier. Terminal Minecraft. So, vorhin war Toadie on. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch on ist oder wieder on ist oder das Falsche. Gebrochen. Rekord. So, Creator Server ist gerade scheinbar unbewohnt. So, wir gehen mal ganz kurz rein und ja, wir gehen erstmal rein. Ronix. Diesmal hat OBS das Fenster nicht gefunden. Mal gucken, ob er es noch findet. Ah, hat er. So, ich wurde übrigens auf in den YouTube-Kommentaren von einer Person. Haha, da ist Tobi. Okay, also ist er doch on. Lol. Darauf hingewiesen, dass ich wohl ein Vollidiot bin und man die Strommäste. Falsche Richtung. Also wir haben ja diese zwei Strommäste da hinten und dass man die MV und die HV-Leitung zusammen über Masten führt. Und da muss ich sagen, mit dem ersten hat er recht, aber das mit den Masten, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich meine, selbst wenn es in der Realität so ist, dass man die zusammen leitet, sehe ich nicht, wie uns das hier weiterbringen sollte, weil diese HV-Leitung, die geht ja bloß von hier nach da. Es wäre also, ich sage jetzt mal, unnötig, die quasi extra hier nach außen zu legen, um sie jetzt mit der zusammenzulegen, oder die hier nach da zu legen, ist ja egal wie rum. Nur damit denn beide gebündelt nach hier gehen können, dann nach da gehen können, damit dann die HV-Leitung wieder zurückgehen kann. Also das ist ja dann einfach für die HV-Leitung ein riesiger Umweg. Ist da, wie ich meine? Von daher wüsste ich jetzt nicht, was das bringen sollte. Ich meine, man könnte jetzt natürlich drüber reden, dass man sagt, okay, man verfrachtet nicht die HV-Leitung nach da, sondern die MV-Leitung nach da. Dass quasi beide gebündelt hier übers Dach gehen und dann die MV-Leitung einfach weitergeht. Da könnte man drüber reden. Ich meine, ich persönlich fand es halt so ein bisschen idyllisch, dass so die Freileitung direkt bei dem Weg lang geht. Was man halt meistens so in so, ja, in so ländlichen Gebieten hat. Aber wobei das dann ja meistens Niederspannungsleitungen sind und keine Mittelspannungsleitungen. Ja. Achso, mit Niederspannung meine ich jetzt nicht Schutzkleinspannung, ja. Mit Niederspannung meine ich jetzt so das, was man so im Haushalt hat, 230 Volt. Also alles bis 1 kV. Können wir also überlegen, ob man die Schwarzleitung nicht wirklich nach da das verlegt? Aua. Mal gucken, wie sieht es auf dem Dach aus? Ich meine, wir haben hier eh einen Schlenker drin, so also von daher könnte man da überlegen. Ich probiere mal ein bisschen was. Das würde bedeuten, dass die ganze gesamte Leitung alles komplett weg kann. Das ist natürlich ein bisschen schade. Warum ist eigentlich mein Mikrofon so leise? Ach, kann sein. Warte mal kurz. Mein Mikrofon läuft die ganze Zeit nur auf 70%. Ja, lol. So. Na gut. Lass ich jetzt mal für die beiden Folgen noch.
Kann man die miteinander. Wir haben hier noch welche. Kann ich jetzt einfach hier ranklatschen und die werden automatisch verbunden? Ja. Ich wollte zwar eigentlich eher hier und hier, aber gut. Das geht auch. Sieht aber schon arg hässlich aus. Das heißt, ich würde dann eher machen, dass wir. Das Problem ist halt, dass man so um die Ecke kaum wirklich bauen kann. Weil normalerweise, wenn du halt um die Ecke gehst und dann zwei Leitungen hast, hast du eine hier, die andere hast du dann hier und der Mast steht dann so schräg. Aber ja, schräg bauen geht halt in meinem Test nicht. Deswegen überlege ich gerade, wie ich das am dümmsten Design, dass es das einigermaßen ordentlich aussieht. Ich habe eine Idee, wartet mal kurz. Ich hatte die Vermutung, dass auch das komisch aussehen könnte, aber hey. Ich habe doch ein Schwert dabei. Habe ich zufällig auch eine Axt dabei? Nee, natürlich nicht. Ich sollte mir vielleicht eine Axt holen. Aber kurz. Wir haben doch hier Backpack. Haben wir hier irgendwo. Ja, siehst du? Warum hab. Achso, das ist meine Reserve. Ausrüstung. Ah, hier haben wir keine Axt dabei. Wie ist denn unsere Rüstung? Oh, der geht's noch gut. So. Jetzt kommt, angenommen, ich sage jetzt, der Mast kommt nach hier. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So, was man machen könnte, wäre. Naja, würde aber auch hässlich aussehen. Aber. Vielleicht ein bisschen weniger hässlich. Ungefähr so. Naja. Ja, alles hässlich. Das sieht super komisch aus. Aber gut. Was ich persönlich auch super hässlich finde, ist, dass das Kabel einfach so gerade runter geht. Aber auch da gibt es halt kaum eine andere Möglichkeit. Okidoki. So, und dann müsste hier das schwarze Kabel da lang gehen. Das ist okay, komm. Ich hole mal eine Axt. Das hält ja so nicht aus. Übrigens hat Tony schon angefangen, die Verbindung da hinten zu bauen. Wo die Straße da auf seine Bahnanlage trifft. Oh, come on. So, wir brauchen. Ein paar Äxte. So, und dann können wir mal gucken, dass wir die ganze gesamte Kabeltrasse da abgebaut bekommen. Das heißt, wir brauchen unser Schwert. Warum habe ich das weggepackt? So. Das wird doch gleich viel schneller. Das geht noch ganz gut. Kann ich die jetzt eigentlich auch so direkt ganz abbauen? Nee.
Gut. Da haben wir das schon mal. Kabel haben wir alles eingesammelt, denke ich mal. Ja. Okay. Dann kommt jetzt Folgendes. So, Kabel. Wir brauchen hier einen Pfosten. Und dann geht das Kabel einmal. Also wir brauchen hier noch Stahltüre hier oben für die Abdeckung. So. Dann ungefähr so. Muss ich so eine Warnung einblenden, so für Achtung, flashige Bilder. So, dann passt es genau mit den zwei. Kommt eins hier hin. Und eins kommt hier hin. Dann passt auch genau. Dann haben wir keine weißen mehr. Und dann können wir jetzt ab hier gucken wegen Masten. So. Oh, das wäre der bitte gern. Hey. So. Ja, das sieht gut aus. Ich würde sogar hier noch einen ranmachen. Nee. Das sind too much. So. Und weil ich gerade drauf bin, also jetzt geht das Kabel natürlich hier genau bei die Block. Ja gut. Sieht keiner mehr. so sollte es. Wie sieht es von Optik her gut aus? Das sieht noch ganz schön niedrig aus. Ne, mach ich also noch mal ein höher. Sieht schon besser aus, aber immer noch relativ niedrig. Ich glaube, ich mache mal noch ein höher. So. Ja, das sieht schon besser aus. Gut, dann wollen wir gucken, dass wir hier auf der gleichen Höhe ungefähr rauskommen. Das heißt ungefähr so. Da muss hier also noch einer hin. Und dann da ran, genau. Und jetzt kommst du daran. Du gehst dann hoch. Und dann ist hier einmal lang verbunden. So. Jetzt die nächste Frage, wie nah gehen wir den Weg ran? Ich würde mal sagen, hier so ist eine gute Flucht. Oh, was? Verdammt. Ich hatte gehofft, die schwarzen Kabel reichen ein bisschen länger. Brauchen also definitiv mehr schwarze Kabel. Das
ist ja schon mal sehr deprimierend. Hier bin ich jetzt direkt beim Kabel, ne? Ja. Das heißt, hier müsste ich hin. So. An dieser Suche, ne? Das war ein zu hoch. Dankeschön. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ein paar schwarze Kabel weiter. Bei der Anlage war ja soweit schon mal alles fertig, oder? Umspannwerk war da, das AKW ist auch fertig. Ich glaube, soweit ja. Alles, was auch noch fehlt, sind halt Uranstäbe. Damit das Ding auch aktiv werden kann. So. So, schwarze Kabel. Was brauchen wir da alles für? Brauchen wir erstmal weiße Kabel. Und da habe ich gar keine dabei. Warum nicht? Ich habe doch so viele produziert, sag mal. Haben wir echt nichts mehr an Kabeln da? Das ist deprimierend. Kann doch gar nicht wahr sein. Ah doch, ja, okay. Und, ah, okay, doch, wir hatten alles dabei, was wir brauchen für schwarze. Ja gut, okay. So viel dazu. Wobei 30 Kabel reichen auch bei weitem nicht. Wir brauchen definitiv noch mehr. Wir haben Kupfer. Ne, wir mal gucken. Plastik steht, richtig? Echt. Cable. Papier, okay. Wo soll ich denn Plastiksheet? Ah, okay, für die V-Kabel. So, da sieht doch schon wesentlich besserer aus. Ja, ich komme hier. So. Mache ich hier gerade? Whatever. Da. Du noch da. Du noch da und du noch da. So, wir mal kurz gucken. Ey. Mal gucken, wie lang die Strecke hier noch ist. Also, wir sind jetzt hier bei 286. Und wir müssen kommen bis. Wow. Wir brauchen gut 70, also 70 Meter sind es. Mindestens 70 Meter, 26 haben wir noch, aber noch 40 Meter mindestens. Und eins mehr. Und jetzt okay. 72 Kabel. Also brauchen wir noch mehr, weil wir müssen ja die Stufe mal runter. Ich mache also noch mal Kabel. Noch zweimal Kabel. Versuche ich gerade Papier. So. Dankeschön. Okay. Dann gucken wir mal, in welchen Abständen wir die Messdüren bauen. Mal so ein bisschen nach Gefühl, ne?
Das ist sehr gut. So, und hier kommt dann der Hausanschluss. Da muss ich mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Das wird noch richtig spaßig. Bis dann müssen wir aber erstmal kommen. So. Eins, zwei, drei, vier. 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 So. Eins, zwei, drei, vier. So. Die beiden kann ich fassen, weil wir noch ein bisschen. Die beiden sind echt sehr eng. Ich glaube, ich mache dich dahin. Oh, es ging ja nicht sogar. Oh, gut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt kommt die gute Leitung. Und die mache ich einfach immer so, dass sie mal gerade geht. Und dann kurz vor dem Mast nochmal hoch geht. So dass es aussieht, wie als wenn sie so ein bisschen, ne, so ein bisschen hängt. So. Das erste, was ich so hinbekomme. Oh. Hä? Was hier passiert? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und du bitte. So. Oh, jetzt haben wir gleich einen Sprung von 2. Ja. Come on. So. Na, super. Don't drauf, klar. Warum auch nicht? Jütchen! Oh, da habe ich jetzt auch die Leitung. Ah, sieht ein bisschen sehr, sehr eckig aus, aber gut. Da fällt mir jetzt auch nichts günstigeres ein, wie man das irgendwie, sinnvoller gestaltungstechnisch gestalten könnte. So, jetzt kommt der spaßige Teil. Wie lasse ich das Kabel ins Haus laufen?
Was eine Option wäre, die Balken sieht man ja von innen alle gar nicht. Ne? Da ist immer eine Wand dagegen oder hier der Fußboden dagegen. Also ne, die Dinger sieht man gar nicht. Das heißt, die könnte ich rausnehmen, da stattdessen das Kabel lang führen und dann von außen nur so eine ganze Platten, die halt aussehen wie Holz, dann gegenklatschen. Oder ich lasse das Kabel außerirdisch nach links laufen. Weil, wie gesagt, den Strom brauchen wir eher auf der Seite. Also auf der, wobei, nee, hier ist ja eigentlich eher Lager. Wir können natürlich auch trennen, dass wir sagen, hier ist Lager und hier ist die Verarbeitung. Jetzt haben wir zwar hier schon Kisten drin, aber die können wir wieder rauswerfen. Dass wir dann wirklich sagen, okay, hier ist wirklich die, also an der Seite quasi ist die Verarbeitung. Das wäre auch eine Option. Da könnten wir quasi mit dem Kabel einmal direkt hier reingehen. Mal kurz, wo gibt's denn? Gab's diese komische Wand, wo man Kabel durchführen kann? Ja, jetzt, die sind aber auch so bunt wie ein bunter Hund. Whatever. Ja, klar, kann man natürlich gleich 5 Stück von. Brauchen wir schon wieder neue Kabel. Heilige Scheiße. Wir brauchen definitiv zu viele Kabel. Okay, wir haben definitiv zu wenig von dem schwarzen Zeug. So, 22. Brauchen ja schon alleine 5 Stück für diese komische Konstruktion. Deprimierend. So, wie sieht die jetzt aus, wenn ich jetzt hier hinsetze? Verstehe jetzt nicht genau. Wenn ich die jetzt. Achso, da oben sind Platten. Achso, hier oben sind ja Platten. Wenn ich die jetzt dagegen setze. Wie läuft denn der Strom? Kann ich jetzt einfach sagen, ich klatsch. Warte. Müssen wir mal hier. Müssen wir mal kurz testen. Am besten in der nächsten Folge. Wie wir die Dinger da bauen. Bis dann.